Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Was gibt es Neues? Heute mit Michael Nirvanani. Guten Abend. Eva Marolt. Herbert Steinböck. David Scheidt. Und Viktor Gernot. Bevor ich das Sendungsthema vorstelle, möchte ich unseren Neuzugang begrüßen. Nach 15 Jahren, was gibt es Neues, gibt es immer noch Premieren im Rateteam. David Scheidt ist heute bei uns zum ersten Mal zu Gast. Willkommen, willkommen, willkommen. Danke. Sollte es Leute noch geben, die dich nicht kennen, in der Dienstagnacht warst du schon aktiv im ORF mit... Ja. Dave? Genau. Eine Fake-Doku? Oder? Eine Mockumentary, ja. Mockumentary. Eine Fake-Mockumentary vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Mir ist wurscht. Ja. Tagespresse aktuell war der Vorläufer. Ah, genau. Okay, super. Und sonst bist du eigentlich, was bist du? DJ-Kabarettist, Hip-Hop-Humorist oder Gangster-Rapper? Bitte, Gangster. Ja, kann man sagen, ja, genau. Ja. Das ist eine Mischung zwischen was heute, Gerhard Bronner-Songs und Hip-Hop und Walter von der Vogelweide mit Battle-Rap. Ich glaube, der verarscht uns. Ja. Ich glaube, was? Das ist eigentlich das System der Sendung. Bravo. Bitte, ehrlich, pass auf, wir haben hier Fragen. Und ihr gebt mir Antworten dazu. Ich möchte gleich zu Beginn wissen, weil das ist unser Sendungsthema heute, der Liebe-dein-Haustier-Tag. Ich möchte zu Beginn wissen, wer oder was ist ein Tierstreuer? Ein Tierstreuer? Ein Tierstreuer. Der Tierstreuer ist, es gibt ja den Trend, Insekten zu essen. Ja. Maden zum Beispiel. Ja. Und damit wir uns schon daran gewöhnen, gibt es in den Restaurants immer einen Salzstreuer, einen Pfefferstreuer und einen Tierstreuer. Das sind, da kannst du diese Insekten über einen Salat drüber. Maden mag Salat, man eben. Was? Maden mag man eben. Maden mag man eben. Ich habe keine Ahnung. Du wirst, gibst dem Herbert zur Not, der kann es verwenden. Ich weiß nicht, was das mit Haustier ist. Ich glaube, das ist für die Hamster. Prostata. Ja. Das soll auch schwierig sein. Schön, ich hab's nicht mehr. Brauchst du es eher? Meine ist schon. Der Herbert hat es gespendet. Ich habe das einmal verwendet, schon was hin. Schon was hin. Aber ist schön, ja. Schön. Nein, das ist für Hamster, glaube ich. Für Hamster? Ja. Das ist der Tierstreuer, den du erwähnt hast vorher. Ja. Genau. Ja. Da kommen so Hamster raus. Ja. Oder vielleicht in Zeiten der politischen Korrektheit, des Diktats der politischen Korrektheit, dass, wenn öffentliche Reden gesprochen werden, muss es immer einen bestimmten Anteil an männlichen, weiblichen, Gender und so weiter und so weiter, religiöse, Ethnie, das muss alles anteilmäßig in der Rede mitgetragen werden und es müssen aber auch Tiere genannt werden, damit die nicht seelisch verletzt werden. Das ist dann quasi bei so einer Rede der Tierstreuer, könnte man dann sagen. Wenn man dann sagt, ja, kotzt. Du, ich glaube, das ist nicht. Nein, aber er hat sich bemüht. Das ist immer was. Der Viktor bemüht sich immer so, ein bisschen eine Seriosität in die Sendung zu bringen. Liebe Tiere. Ja. Sehr gut. Der Tiersteuer. Schau, wie kann ich euch helfen? Gar nicht. Also, gut, das hätten wir erledigt. Es gab einmal diesen Rinderwahnsinn. Da wurden dann die Tiere über so Decken und so Matten, so Streu drüber getrieben, um sich zu desinfizieren. Ja. Und vielleicht ist da immer einer gestanden und hat da eben dieses Desinfektionszeug vor den Tieren auch hingestreut. Hier, am Flughof. Auch hier musst du gehen am Flughof. Ja. Das waren die Tierstreuer. Die Tiersteuer. Nein, leider nicht. Ah, nicht, gell? Ich hab mir's eh gedacht. Oder es ist ein Dialektausdruck und es geht um die Türe in Wahrheit. Mhm. Ach, die. Und, ja. Und das sind die zu betrunken sind. Der heißt Nein, und der daheim kommt und ins Aufstrahlt vor der Haustür. Ja, gefällt mir gut. Ja. Das wäre zum Beispiel ein seltener Fall von einem zusammengesetzten Hauptwort, wo der erste Teil im Dialekt und der zweite Teil auf Hochdeutsch verwendet wird. Darf ich mir das aufschreiben? Aber das ist lustig, weil wir gerade über Tiere reden. Der Bruder, der war ja Tiermaler. Ich habe keinen Bruder. Also, den Witz nicht verstanden. War Tiermaler, ja? Ja. Du bist nicht allein. Nein, pass auf, mein Bruder war Tiermaler. Ja. Jetzt musst du mich fragen, ist das nicht sehr schwer? Ist das nicht sehr schwer? Nein, auf die eine Tier malt der Herren, auf die andere malt der Damen.
Danke, Gernot. Danke. Ja. Danke. Der Witz hat so gefallen. Aber der Witz kannte Maxi nicht. Maxi Böhm, 1972, Pension Schöller, zweiter Akt, dritte Szene. Der Witz ist super. Dreimal so alt wie der David. Ja. Pass auf. Ein Tipp gebe ich und dann kommt sie drauf. Ihr alle kennt Löwenzahn, ja? Löwenzahn. Wir sind in Österreich. Ja. Immer muss ich darauf aufmerksam machen. Löwe. Richard Löwenzahn. Löwenzahn, okay, der Löwenzahn, ja. Und das wird auch in Deutschland Pusteblume, ne? Ja. Pusteblume, ja. Ja, weil, wenn er so quasi verblüht ist. Und dann wird der Samen, das ist ein Windstreuer. Aus der Familie der Rauke. Mhm. Das ist ein Windstreuer. Ja. So, und? Wenn die Biene in die Blüte hinein fliegt und die Samen nimmt und das dann verstreut, ist es durch ein Tier verstreut worden und dann ist diese Pflanze ein Tierstreuer. Das ist richtig. Ansatzweise vollkommen richtig. Es geht nur nicht über die Biene, sondern es geht über das Tierfell. Na, Flöhe, Läuse. So Biene hat auch ein Fell. Nein, nicht Flöhe, Läuse. Nein, Füchse, Hunde. Also nein, aber Flöhe, Läuse werden gestreut über das Fell. Was können Tiere? Aber das Flöhe, Läuse, ist, aber Flöhe, Läuse sind kein Samen. Flöhe sind kein Samen. Ja. Das muss ich mal aufschreiben. Oh ja. Flöhe sind kein Samen. Er hat vollkommen recht, er hat es richtig aufgelöst. Es ist vollkommen, es geht um Tiere, die so quasi den Samen verbreiten durch Anhaften oder Anhaken an Tierfell. Das sind also diese Pflanzen. Aber es geht auch mit Flöhen und Läusen. Ja. Aber das sind. Geht auch mit Flöhen und Läusen, ja. Sind aber keine Tiere. Es geht auch mit Chips. Das war nicht die Frage. David, du hast es richtig aufgelöst. Ja. Also, ich lasse die Biene quasi gelten. Sascha. Sascha. Zack. Das Viech geht vorbei. Also, Hunde wahrscheinlich ja selbst Wildtiere, ne? Stechapfel, ne? Super giftig und fährt arg ein, wenn man es im Tee trinkt. Ja. Das hat die Jugend parat. Das wissen die Jungen. Das ist tatsächlich Klettdistel, Nelkenwurz, Stechapfel. Ja. Wie bist denn wir du haben drauf? Ja. Wie bist denn du drauf? Pilsenkraut, wilde Karsten. Wenn das okay ist, nehme ich immer mal jetzt das Meerschweinchenfutter weg, weil ich glaube. Das raucht er! Spiel mit dem bitte, David. Gell? Ja. Fritz Menzel aus Feldkirchen an der Donau bekommt einen 300-Euro Büchergutschein für den Tierstreuer. Dankeschön. Na, bin ich gespannt, was wir dann noch alles von dir zu hören bekommen im Laufe der Sendung. So, wir bleiben bei dem Thema Haustiere und gehen jetzt ins Theater mit den Haustieren. Ist das schön? Ha? Ja. Ja. Und zwar gehen wir ins Arts Club Theater im kanadischen Vancouver. So, und da haben unlängst Dutzende Hunde eine Vorstellung besucht. Und ich möchte von euch wissen... Cats. Na ja, danke. Und weiter. Besser wird's nimmer. Da. Ich glaube, es war der Tod eines Handlungsreisenden. Was war die Frage überhaupt? Ach so, es gibt ja auch noch keine Frage. Wir haben es ja nicht fertig gelesen. Ja, nein. Was haben Sie gesehen? Ich habe gefragt, Dutzende Hunde, warum? Was glaubt ihr, warum? Ist das keine Frage? Ah, das weiß ich schon. Was glaubt ihr, warum? Warum haben Hunde, Dutzende Hunde, eine Vorstellung in Vancouver im Arts Club Theater besucht? Ja, besucht oder gesehen? Eine Theatervorstellung besucht, also haben sie dort, etwas es gesehen? Es gibt dort kein subventioniertes Theater. Das sind alles privatwirtschaftlich betriebene Theater. Das heißt, die müssen einfach sich ständig Gedanken machen, wie können sie neue Käuferschichten von Karten also irgendwie generieren. Also du meinst so wie im Cabaret Simple in Wien? Genau, zum Beispiel. Da muss man... Und da macht ja, man wo es zufällig noch Karten gibt. Also wenn Sie kommen wollen ins Cabaret Simple, es gibt noch Karten. Falls Sie schauen wollen, jederzeit. Nein, aber die haben vielleicht eben, die machen eh schon, die machen Kindervorstellungen, die machen Musiktheater, die machen alle möglichen Sachen. Und jetzt haben sie gesagt, wir können auch Hunde mit den Hundehaltern hineinbringen. Und der Kordl hat ein Stück geschrieben, die lustige Knackwurst. Und das wird für Hunde gebracht und da gibt es dann als Goodie am Schluss eine Knackwurst. Aha. Ist aber alles so kalkuliert, dass es trotzdem ein Geschäft für dieses privatwirtschaftlich betriebene Theater bleibt. Aha. Du meinst aber also damit, dass so quasi die Vorstellung für die Hundehalter war, die aus
ausnahmsweise ihre Hunde mitnehmen Nein, dürfen. Nein, es ist so, dass die Vorstellung explizit für die Hunde ist. Ja. Die Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt ins Theater, deswegen sind die Hunde halt auch dabei. Das ist natürlich ein Trick, weil die konsumieren dann auch was, die kriegen auch ein Chappi oder sowas. Und, und dann ist es ein Riesenerfolg für alle. Und alle sind glücklich. Ja. Oder es war so ein, es gibt ja bei uns auch so ein Hunde, wie heißt denn das, ein Hundetrainer? Heißt er nicht? Der Hundeflüsterer, oder was? Ja. Ja, da gibt es irgendwas. Cesar Milan. Ja, genau. Genau, den haben sie heute in der Proberunde auch genannt. Cesar Milan oder Cesar Milan. Ja, irgend sowas. Ja. Auf jeden Fall. Und, der ist, und die nehmen die Hunde mit in die Vorstellung. Ich glaube, es gab es in Wien sogar auch, wo die Hunde in die Vorstellung mitgenommen. Ja, und? Was? Ja, was? aber warum? Ja, nix, was ist meine Antwort? Was glaubst du? Nein, aber bei mir meinst du andere... gut dressierte Hunde, nein, depperten Hunden sagen, was alles möglich ist, wenn sie sich anstrengen. Oder es war Pizzeria Jaus, das kann ja auch sein. Nein, aber weißt du, was noch sein kann? Ja. Weil ich zuerst gefragt habe, angeschaut oder nur besucht. Vielleicht waren das ja so Sprengstoffspürhunde, die man durch die Reihen geschickt hat. Das tät mich überhaupt nicht nervös machen. Lawinensuchhunde werden es nicht gewesen sein. Aber Sprengstoffspür... Ja, aber es waren ja viele Hunde, oder? Es waren Dutzende. Dutzende Hunde. Irgendeine Werbekampagne, dass man... Dutzende Hunde. Vielleicht haben die ein Video gedreht für irgendeine Hunde. Die haben sich geduzt, die Hunde. Ja, genau. Am nächsten Tag waren nämlich... Dutzende Hunde. Du Pudel! Überfrage! Dutzende Hunde! Ich kenne einen Polsterer zum Beispiel, der muss im Burgtheater immer einmal im Jahr Sessel austauschen, weil das Publikum schon älter ist. Ja. Und inkontinent, wenn man es sagen darf. Ja. Und da müssen die dann die Sesseln austauschen, die anuriniert wurden. Aha. Und weil in diesem Theater das Publikum so jung ist und nicht sich anpinkelt, sondern hat dieser Polsterer, der das dort sonst immer macht und keinen Job sonst hätte, gesagt, kommt, wir machen eine Vorstellung für Hunde, die sind da rein, haben alles vollgeschifft und er hat einen Top-Auftrag gehabt. Hunde schiffen wir ja nicht einfach so. Ja, wenn sie müssen, wenn sie 3 Stunden im Theater sind. Ja. Das kann sein. Aber mir gefällt es trotzdem. Oder? Schon auch herwärts, wenn es Ihnen besonders gut gefallen hat und Sie sehr viel lachen müssen. Ja, genau. Also quasi Inkontinenz als... Dutzende Hunde, lachende Hunde. Wir haben alles da. Unter dem Motto, da geht man ein Achtel in die Wäsche, wenn ein lustiges Stück... So meinst du? Bitte? Aber wir haben ein Motto heute. Da geht mir ein Achtel in die Wäsche. Ja, genau. Ihr habt normalerweise... Das ist der Wäschestreuer. Ihr stellt mir normalerweise... Entschuldige. Normalerweise kommt immer eine Frage von euch. Immer so, naja, aber. Wer bist du? Aber es ist eine Frage, die auf der Hand läge, ist noch nicht gekommen. Welches Stück? Keine Details. Welches Stück? Ich hab schon gesagt. Cats. Na, eben nicht. Sind die Hunde im Publikumsraum? Oder sind sie Akteure und sind sie auf der Bühne? Antwort. Lieber Gernot. Antwort! Frage! Was habe ich vorher gesagt? Der Hund. Ich habe gesagt, die haben unlängst Dutzende Hunde eine Vorstellung besucht. Ich habe nicht gesagt, Dutzende Hunde haben in einem Stück mitgespielt. Man kann auch im Theater besuchen, um dort aufzutreten. Ich weiß, dich fragt niemand, du spielst immer nur am einen Platz. Aber wir fahren durch ganz Österreich. Ah ja, wenn ich dich anrufe, sag du, ich besuche heute das Kabarett-Ding. Nein, sicher. Wir haben eine Vorstellung besucht. Die Frage, welche Vorstellung? Welche Vorstellung, lieber Herbert Steinböck? Vollkommen richtige Frage. Ich weiß es auch. Aber du sagst es uns nicht. Lassie. Lassie, das Musical. Ich glaube, Lassie möchte uns etwas sagen. Billy Elliot. Billy Elliot. Tanzende Kinder? Tanzmusical, ja. Tanzende Kinder mit Hunden. Ja. Kennst du ja die Anekdote vom Otto Schenk, wo 2 Hunde in der ersten Reihe waren? Ne? Ja. Wahre Begebenheit? Wahre Begebenheit, ja. Und die waren ein ganz kleines Kellertheater, erzählt der Schenk, und es sind kaum Leute gekommen. Und die Kassierin hat 3 Karten verkauft. Mhm. 2 davon waren Hunde. Mhm. Da kam eine Hundebesitzerin mit ihren 2 Hunden, und es waren Spaniel. Und der Otto hat erzählt, er ist aufgetreten und hat im Publikum gesehen, ha, voll sind wir heute nicht, aber vorne sitzt eine Dame mit ihren 2 Töchtern.
so blasierte Adelige, die so ein bisschen sind. Und dann haben die zum Knurren angefangen während der Vorstellung. Und aus dem Vorhang raus, aus der Seitenbühne, hat der Direktor gesagt, Schenk, spiel weiter, die Hunde haben gezahlt. Und pass auf, diese zwei Hunde haben Verwandte in Amerika und haben gesagt, den Schenk muss da ausschauen. Der Schenk hat den Billy Elliot getanzt. Das waren die Hunde vom Schenk. Na, leider. Leider nicht. Dutzende. Leider nicht. Also es war Dutzende. Ernsthaft eine Vorstellung von Billy Elliot. Eine Vorstellung des Musikers. Ganz normale Vorstellung. Ganz normale Vorstellung. Orchester, Ballett. Mhm. Ja. Ja, alles da, alles da. Und die Hunde? Leute konnten ihre Hunde mitbringen. Ja, genau. Ja. Das waren vielleicht Polizeihunde, die ein Training absolvieren der mussten. Super. Der ist super. Der ist super. Ja, es stimmt nicht ganz, aber es war, die es war eine Abschlussprüfung. Ja, genau. Abschlussprüfung der Ausbildung zu Blinden und Assistenzhunden für Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Und es ging darum, zu testen, ob die Hunde einschlafen, wenn in der Fahrt ist. Die gesamte Vorstellung über ruhig am Boden bleiben. Ja, super, David. Was für ein Einstand. Hallo. Ja, super. Und es ist so, fast alle haben die Prüfung bestanden. Ist fast das alle. Süß. Schenkspiel, weil die Hunde haben Zeit. Das ist großartig. Gernot Feuth aus Nestelbach bei Graz. 300 Euro Bühnengutschein. Danke vielmals. Auch. Und du falsch bestanden, wie es auch immer. Und ganz ehrlich, Eva, ich habe so das Gefühl, du wirkst heute etwas vielseitig desinteressiert. Nein, ich bin so deppert. Das wäre ein toller Titel. Schöner kann ich dir das Hölzl aber nimmer mehr auf. Das wäre ein toller Titel für ein Kabarettprogramm. Oho, du? Könnte aber nur eine tolle Frau spielen. Ja, das glaube ich auch. Gell? Die am Montag Premiere hatte. Das wäre, glaube ich, maßgeschneidert für... Ja, ist gegangen. Ja, gut. Yeah. Um das aufzulösen, falls sich ein paar Leute jetzt zu Hause fragen, was worüber ist das wir reden, vielseitig desinteressiert, ist der Programmtitel des neuen Programms von Eva Marold. Und eines, das ist aus dem Pressetext, das habe ich mir ausgesucht, weil das möchte ich jetzt wissen. Dein Fachgebiet, schreibst du da oder lässt schreiben, als Tänzerin ist der intimidierende burgenländische Ausdruckstanz. Körperausdruckstanz. Was ist das? Was darf ich mir vorstellen? Zeig einmal. Na, das passiert immer, wenn ich tanze. Das ist hocherotisch, ich habe das einmal erleben dürfen. Hocherotisch. Auf der Bühne? Hocherotisch. Also wenn du zum Beispiel auf Tamburizza-Musik stehst, auf leise, und... Ist falsch bei mir. Ja. Und das Ganze dann auch irgendwie so einen romantischen Extra-Kick gibt durch den Körperausdruckstanz von der Eva, das ist hocherotisch. Es also, ist ein Hüftschwung und es schwingt mittlerweile immer mehr mit, ne? Mhm. Wir wollen was sehen. Wir wollen jetzt eine Kostprobe. Ich tanze da jetzt nicht. Ja. Also du bist Battle-Rapper. Du bist nicht. Du bist kein Beatboxer. Schade. Du bist leider kein Beatboxer. Ich glaube, die müssen zu dir ins Programm kommen, einfach ins Theater, oder? Alle Termine auf evamariamarold.at. Wir freuen uns auf vielseitig desinteressiert. Wenn Sie Eva Maria Marold sehen wollen, kommen Sie nicht in den Simpel. Spielt es nicht, aber für den gibt es auch noch Karten. Aber ganz wenige. So, das hätten wir erledigt. Was kommt jetzt, David? Mal schauen, ob du die Sendung siehst. Ja, ich weiß sie. Na, was kommt? Das Ding der Woche. Boah, der hat sich voll vorbereitet. Du hast eben, ja. Nein, was kommt jetzt? So, pass auf. Ich mich vorbereitet ein bisschen, ich habe schon. Das ist Lotti Carotti, wann's hin ist. Mensch, und das kannst du dich noch erinnern. Ja, sicher. Mal Lotti Carotti. Ich glaube, der Oliver kennt es nicht, wenn man sein Gesicht anschaut. Na, tut mir leid, ich lerne heute, ich lerne heute sehr viel. Aber ganz offen, bevor Lotti Carotti, nehme ich lieber Stechapfel. Also bin ich mit dem Namen. Gut. Meine Damen, ich zeige Ihnen kurz, wie ihr Insight, wozu das Ding der Woche dient. Mhm. Ja, richtig. Nein? Doch. Gut. Und wir machen eine kleine Änderung. Ich habe nämlich ein Mail bekommen. Lieber Viktor, nimm es nicht persönlich. Aber eine gewisse Irene hat mir, wirklich mir persönlich, ein E-Mail geschrieben. Na geh, immer fangst links an. Also von dir aus gesehen. Und dann kommt der Nier nicht mehr dazu. Oder sonst wer da draußen sitzt. Ich soll einmal auf der Seite anfangen. Ja, das ist gut so. Das passt. Lieber Irene, leck es mich in den Arsch. Das passt schon. Danke. Ich soll anfangen? Nein, du sollst anfangen. Ja. Ist okay. Ist okay. Das ist für mich absolut okay. Aber das Schönste war, wie du gesagt hast, und jetzt ist unten eingeblendet, und der David hat so geschaut.
doch ein bisschen zu viel Stechapfel. Er ist noch neu. Ich soll jetzt anfangen? Ja, jetzt fang du mal an. Wenn die Irene extra ein E-Mail schreibt. Ja, okay. Liebe Frau Irene, vielen herzlichen Dank. Ich denke mir seit 14 Jahren schon, wieso darf ich nicht anfangen mit dem Ding der Woche? Es ist weiß und wie du das immer beschreiben willst, ist es weiß. Und Kunststoff. Ist Kunststoff aus Plastik. Und ich glaube, das ist ein Hundenapf, Futternapf. Und jetzt meine Frage an die Frau Irene. Und was? Das war jetzt besser, oder was? Ernsthaft, das war jetzt super. Das war, muss man persönlich schneiden. An die Oliver. Das ist ein Futter. Ja, so gesehen muss ich sagen, Irene, das war ein Schuss in den Ofen. Das ist so. Was wenige wissen, ist, es gehört ja so. Na toll, wie du das machst. Ja. Ich muss wie beim Herbert Steinböck sagen, du bist... Futternapf. Nein, aber du bist gut unterwegs. Na, für eine Nierenschüssel ist es zu unbequem. Eine Nierenschüssel? Wie sagt man da Nierenschüssel? Ne? Leibschüssel. Was meinst du mit Nierenschüssel? Na, die ausschaut wie eine Niere. Ja, es gibt einen Nierentisch oder eine Leibschüssel? Da speibt man nur eine, glaube ich. Gell? Das ist die Speibschüssel. Nein, das ist doch die Schüssel, wo die Ärzte, wenn sie was rausoperieren... Hineingehen. Das hineinlegen, bevor sie es wieder reinoperieren, weil sie es falsch erwischt haben. Mit den Worten, hoppala, mein Föhler. ja, liebe Frau Irene, was glauben Sie, was das ist? Jetzt ja gelesen. Ich weiß, ach so, ist jetzt gelesen, ja. So wie der David. So wie ich, ja. Na, ich bleibe dabei. Es ist eine Futterschüssel, damit den Hunden nicht fad wird oder den Katzen. Das ist gut. Aber nein. Es ist eine Futterschüssel. Nein. Aber es ist, damit fad werden, nicht fad wird. Werden ist fad gut. Ich dachte, es ist dafür, dass einem fad wird, wenn man es mir in die Hand gibt und ich irgendwas sage. Aber es fehlt sicher noch was. Ja, ja. Ja. Ich würde, wenn es mir jetzt nicht, wenn ich das krieg. Und du, meine Aufgabe ist, mir darf es nicht fad werden damit. Ja. Würde ich mir noch eine Murmel nehmen. Ja. Und da hineinlegen. Ja. Und dieses, da hat's, aus Holz hat es das einmal gegeben, so Labyrinthspiel. Ja, das ist schon lang her. Wo du dann schauen musst, weil, siehst du nicht, da kannst du sicher eine Kugel ausrasten. Und da auch. Ich tippe auf Stechapfel. Also, wieso schaust du mich an, wenn du sagst, da kann sich eine Kugel ausrasten? Ja, was da mein, aber Spaß gehabt, das gehört zusammen. Ja, das gehört zusammen. Du verwendest es noch nicht richtig. Also, dass etwas reinkommt, also meinetwegen ein Leckerli, das dann durch die Öffnung rausrollt oder raus... Kullert. Kullert, danke. Damit der Hund, die Katze, ein Spiel, also Freude damit hat, wäre ein guter Ansatz, ist aber natürlich der falsche. Dann mach du, weil das mir doch zu blöd. Vielleicht ist es ja ein Gitarrenhals. jetzt sehe ich es auch. Ja. 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 Also wir haben schon, sind wir uns einig, dass das für Tiere ist, ja? Nein. Ja. Nicht? Okay, gut. Nein. Wofür ist es dann? Es könnte auch für Menschen sein. Und zwar für welche? Volltrottel. Für Leute, die glauben, dass es sinnvoll ist, damit Zeit verbringen. Na, für irgendeine Reha. Irgendwas für Reha? Na, keine Tiere. Ich habe ja eine Reha-Allergie. Hab ich habe einen Schnupfen. Ja. Ich darf keine Reha. Nein, liebe. Vielleicht gibt man ja da Wasser hinein. Na, für Feinmotorik. Wo? Probatote. Da. Lass es uns probieren. Meint vielleicht in dieses Behältnis. Ja, mach einmal. Ja, aber wenn ich es ins Behältnis gebe, dann brauche ich es so dann sein. Nein, sonst müssen Sie es nicht so sein, dann kann ich auch das Wasser kleine geben. Du musst nicht extra das. Ist euch überhaupt also aufgefallen, dass das ja gar kein Ball ist, sondern dass das unten abgeflacht ist? Ja, ist uns aufgefallen. Das wollte ich nur wissen. Also da kommt nicht das Wasser hinein. Dann kommt da das Wasser, dann rinnt es aber da vielleicht aus. Na, aber das oben ist ja auch ein weicherer Gummi. Ja. Willst du mal greifen? Dass man, dass man nur da, so nur bis daher das Wasser rauf. Mhm. Ja, das habe ich auch geglaubt. Das ist falsch. Na, wahrscheinlich ist doch dicht, nicht? Ja. Es ist dicht. Ich habe nichts getrunken nur heute. Wasser, das ist Wasser.
Klar, ihr seid jetzt wirklich schon sehr knapp. Und wenn das Tier kurz am Verdursten ist, frisst es das, weil es so... Dann drückt es drauf und dann strömt Wasser raus und dann kann es schlecht gestecken. Lass ich Wasser holen. Jetzt schauen wir noch mal, was der David dazu zu sagen unbedingt hat. Das ist, weil das möchte ich schon, dass wir zum ersten Mal in der Sendung... Die Steckapfel-Version. Wobei ich halt, mein erster Gedanke wäre ja eine Leibschüssel für irgendwie für Gitarristen oder so, aber... Okay. Das kann man aber auch gelten lassen, es ist ja, erst einmal da. Ja, es ist super. Ich lasse eh gelten. Finde ich auch, ja, finde ich auch. Ja, find ich halt vor allen Dingen auch ein schönes Bild. Ne? Ja. Wenn man ernt, ist der Roden lassen. Nein, ich weiß eh nicht, ich würde da Stechapfel rein. Jetzt lachen. Ja, Tja, wir waren jetzt schon, da kommt Wasser rein. Ja, oh, jetzt, los, geht da. Da kommt Wasser. In den blauen Ball kommen geht es auch. Das ja, ja, ja habe ich gehört. Jetzt, ja. Jetzt stell dir vor, jetzt musst du da, gibt da Wasser, also nein, gibst nicht wirklich rein. Es ist geschlossen und gibst Wasser rein. Soll ich eins rein tun? Nein, musst du nicht. Wir können es nämlich ja dann nicht weiter... Zurückschicken wieder. Nein, das können wir schon. Es fehlt ein Tier wahrscheinlich, ne? Nein. Naja, gut, das sind diese Einbuchtungen, wie du gesagt, da kannst du eine fehlt Kugel ein rasten. Ja. Ja. Das aber Teil, die Kugel ist viel zu groß. Richtig. Das Teil, was fehlt, hat jeder in der Wohnung stehen. Jeder? Blumen. Jeder. Blumen. Das Teil, was fehlt. Nein, du. Victor, mach du dann noch da ja, fertig. Das ist, ich glaube, ich ist mit das meinem mein Bart, der da kratzt? Na, oder? Das, was da noch fehlt, hat also jeder. Also wenn der Oliver sagt, das hat jeder in der Wohnung stehen, ist es dann eine lebensgroße Silikonpuppe oder was meinst du jetzt? Aufgeblasen oder nicht aufgeblasen? Silikon kann man nicht aufblasen. Ich schon. Ich hab noch alles aufblasen. Hoch, rot, schnell. Oliver, der Lungenvolumen wie ein kenianischer Marathonläufer. Schau, du tust in das blaue Kugel, nicht Kugel, das abgeflachte Wasser hinein. Ja. Dann kommt es in das, was jeder zu Hause hat, ein Kühlschrank, ins Gefrierfach. So, nach einer Stunde tust du das blaue Kugel raus. Was ist dann passiert mit dem dann Wasser? Ist es gefroren. So, dann nimmst du es oben ab. Zack, was hast du jetzt da drin? Eine Eiskugel. Eine Eiskugel. Und die Eiskugel tust du da rein. Durch da hinein. Und dann freut sich der Hund, weil er im Sommer ein Spielzeug hat und plötzlich... Das kühlt. Ja, genau, er kann das. Das ist ja genial. Das sag ich doch. Das ist ja Wahnsinn. Aber man kann natürlich auch Stechapfel rein tun. Genial. Ja, alles klar? Oh. Ja. Großartig. Aber es hat doch nicht jeder einen Hund zu Hause. Es ist doch nicht für jeden. Bravo. Du hast gesagt, das, was dazu fehlt, hat jeder zu Hause. Der Kühlschrank. Hast du einen Kühlschrank? Ja. Das ist es. Grotto. Wer, wenn nicht du? Wer, wenn nicht du? So. Das brauchst du. Wurscht. Ihr habt es verstanden. Ihr habt es verstanden. Da kommt Wasser rein und die Kugel und der Hund. Nora Meixner aus Coburg hat uns wieder mal was geschickt. Frau Meixner, danke vielmals. Bravo. Ich habe leider keinen Hund, sonst würde ich es mir wieder mit nach Hause nehmen. Danke. 300 Euro Büchergutschein für das Ding schaut der Woche. Schaut uns Frank Hirn von Coburg erst. Ja. So, was gibt es Neues von Nadja Malé? Bitte schön. Ein Buch. Ich lieb mich nicht. Humorvoller Lebenshilferatgeber. Das ist doch herrlich. In dem die syrisch-tirolerische Wienerin Nadja Malé mit viel Witz und Mut zeigt, wie wir unsere Beziehungen glücklicher gestalten können, indem wir mit uns selbst Freundschaft schließen. Das ist fantastisch. Siehst du? Ich verehre sie sehr. Weil, ja. Weil das, zum Beispiel, sie ist ein gutes Beispiel, weil der syrische Anteil von ihr ist voll integriert. Die Tirolerin fremdelt nur ein bisschen. aber toll. Gut. Und aus diesem Grund haben wir die Nadja Malé gebeten, uns heute die Promi-Frage zu stellen. Schönen guten Abend allerseits. Ja, zum Thema Nutz- und Haustiere bin ich letztens über ein interessantes Faktum gestolpert, nämlich, dass sich Flugzeughersteller wie Boeing in den 60er, 70er Jahren Frettchen gehalten haben. Ihr wisst schon, diese kleinen marderartigen Nagetiere. Und jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, zu welchem Zweck? Warum haben sich die Frettchen gehalten? Damit die Mäuse nicht die Leitungen anbeißen. Weil die Frettchen, die stinken so, dass die Mäuse sich denken, Alter, du fällst. Frettchen und, stinken ja. So? Aber im Flugzeug waren die? Nein, in der Turbine so. Ja.
Mach das bereits noch einmal. Die Antwort war also, Boeing hat sich Frettchen gehalten, um die Wände rot auszumalen. Nein, aber dann weiß man genau, ein Vogel, der gleich schwer ist, was passiert bei dem? Wieso dann ein Frettchen? Dann kannst du einen Vogel. Ja, dann kann ich einen Vogel fangen, mal ein Frettchen, habe ich bei der Hand. Na, aber jetzt im Ernst, zu Forschungszwecken? Zu Verarschungszwecken. Zu Forschungszwecken oder zum Entwickeln? Mir tun diese Antworten weh. Wisst ihr, wenn ich ein Haustier hätte, wenn ich die Zeit finde, ich würde mir ein Frettchen nehmen. Frettchen ist auf meiner Liste von Haustieren, also wäre, aber ich glaube, die darf man gar nicht aber halten. Weißt du, oder? Was die aus deinen Sesseln leisten? Ist mir wohl. Die sind volle, die müssen. Also die nagen ja. Ja, die total. Wie die Wilden. Entzückend. Aber ja. du musst sie halt. Schau mal, Frettchen. Da. Ich liebe Frettchen. Oh. Ja, ich habe einmal Handschuhe gehabt aus Frettchen. Wenn man denen schlicht worden ist, das war das Schönste. Nein, die hat man so als Muff kaufen können. Muff, vorne und hinten eine. Boah, seid ihr arg aus, Ende, Schluss. Wie wir jung waren, haben das alle. Ja. Aber ich glaube, wir haben nur Verheizung gehabt. Wir haben nur Frettchen gehabt. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ihr habt Frettchen verheizt? Ja. So, was ich glaube, ich habe nie gedacht, ich weiß, was du sagen willst. Sag, was du glaubst, was ich sagen wollte. Ja. Na, sag. Dass die Frettchen deshalb gehalten wurden, weil sie so stark genagt, den Nagen stärker als Mäuse, als Ratten und so. Mhm. Und wenn so ein Frettchen ein Kabel nicht durchbeißen konnte, dann hat man es eingebaut in die Bohnen. Der Frettchentest. Das ist eine super Antwort. Wirklich eine super Antwort, aber sie ist falsch. Nein, aber bleib dabei. Es ist wie beim Herbert Stempel. Sind Frettchen, wie sagt man, Raubtiere? Ja. Ja. Okay, gut. Aus der Familie der Mardertiere. Ja. Das wollte ich nur wissen. Ich sag's dir gerne. Danke. Ja. Und? Nein, ich wollte es nur wissen. Der will was mitnehmen von der Sendung. Ja, genau, okay. Aber was heißt, es ist falsch, aber bleibt dabei. Ja, bleibt dabei. So aber das ist das Burgenland bleibt nicht weiter. Ja, nein, aber. Du warst sogar schon thematisch. Beim Nagen. Nein, eben nicht. Du gehst immer dann, die richtige Antwort liegt am Tisch und nimmst es falsch. Sie war bei Frettchen und bei Kabel. Das ist super. Und das Nagen, du mal, ich helfe heute viel zu viel. Ja, aber was soll das Frettchen sonst machen? Die haben die verlegt. Da sind dann, ja, ich sehe es von mir. Da sind dann schon so tiefe, so rohrartige Dinge geschaffen. Und nur das Frettchen durch kann. Dann haben sie das Kabel anbunden am Frettchen. Frettchen, nein. Und auf der anderen Seite raus. Und das Kabel war durchgezogen. Und was soll ich machen, wenn das jetzt richtig ist? Soll ich die Nadja Marlene noch fragen, die Frage aufzulösen? Ja, bitte, die ist so süß. Liebe Nadja Marlene, bitte löst die Frage auf. Aber sag was anderes, als der Viktor Gernot gesagt hat. Toi, toi, toi. Diese kleinen flinken Frettchen wurden nämlich ganz speziell für ihren Einsatz trainiert, nämlich dazu, Kabel durch die engen, unzugänglichen Schächte des Flugzeugs zu verlegen. Dazu wurden ihnen Schnüre umgebunden, dann wurden sie durch diese Schächte geschickt und dann wurden die Kabel entlang der Schnüre, also an den Schnüren durch die Schächte gezogen. Und in den 70er Jahren hat man dann Gott sei Dank praktikablere Methoden gefunden, um Kabel in Flugzeugen zu verlegen. Also Gott sei Dank für die... Danke, Nadja Marlene, du hast es super erklärt, aber auch nicht schlecht erklärt hat es der Viktor Gernot. Ja. Super. Naja, super. Ja. Ja, jetzt. Ich habe. Da hast du mir aber auch gut geholfen. Ich habe gut geholfen. Das möchte ich schon ein bisschen skeptisch. Oft werden sie das nicht verwenden haben müssen. Das ist ja heute bei jedem Haus so, dass du einfach ein Rohr verlegst und da schießt du alles durch. Da gibt es ein Vorlegkabel, das immer eingebaut ist und dann fadelst du das einfach raus. Also warum du da die armen Frettchen durchgejagt haben? Lieber, wir reden von den 70er Jahren. Da werden sie auch schon ein Schnirl gehabt haben. Ja, und das haben sie eben dem Frettchen umgebunden. Darum sind ja die Boeing-Aktien jetzt so im Keller. Ne? Ja. Aber das erste Mal, wie du das Rohr verlegt hast, war es ja früher 80er Jahre. Und da war es schon ein bisschen anders. Stimmt, und da habe ich kein Schnirl gebraucht. Ja. Aber hast du auch dein Frettchen mitgenommen? Nein. Ja. Okay. Da war ich mein Frettchen. Wir haben noch, weil jetzt, ein bisschen haben wir noch. Ein Piktogramm hätte ich noch. Juhu. Ich mag dieses Piktogramm. Was du heute halt alles erlebst, ich bin so froh für dich auch. Ja. Das ist wunderbar. Es ist ein großes. Super. Fast. Es ist ein großartiges Piktogramm. Und wir werden hoffentlich jetzt sehr viel Spaß haben. Was will uns dieses Piktogramm sagen?
Verwenden Sie keine Frettchen bei einer proktologischen Untersuchung. Nehmen Sie einen Bleistift. Nehmen Sie einen Bleistift. Das kann viel heißen. Ja. Bitte. Es, aber das ist doch kein Hundehinterteil, das ist doch ein Hammeroberteil. Oh. Ah, ja. Das ist ein Hammer. Ja. Ja. Okay. Ja. Zeichnen Sie nie beim Hammer die Schraube an. Ja. Oh. Aber das ist auch kein Bleistift, das ist ein Regenschirm. Ja. Aber es ist nicht rot durchgestrichen oder irgendwie Dings, das heißt, es ist irgendwie ein Hinweiszeichen. Ja, ein Hinweiszeichen. Ist es irgendetwas, was du uns auf diesem Piktogramm vorenthältst? Gibt es da mehr Informationen? Nein, nein, nein. Achtung, nein, spitze nein, Hunde. Nein. Der Hund ist so spitz wie ein Bleistift. Achtung! Achtung, Spitzehunde! Aber es ist jetzt nicht was im Straßenverkehr oder so hängt, oder? Nein, definitiv so, nicht. In so einer IKEA-Anleitung. Ja, ja, sehr gut. Du kaufst etwas. Ja. Und dann sagen sie, mach das nicht. Nein, sonst wird es durchgestrichen. Es ist genau, also mach es. Das. Oh, boah, mach das es. Sehr was. Mach es. Mach es genauso. Wenn Sie Schraube C mit den Imbusschlüssel befestigt haben, führen Sie den Bleistift in das After Ihres Hundes ein. Ja, nur, na, das ist kein Hund. Ich glaube, das ist ein Bettgestell. Nein, nein, das ist kein Bettgestell. Das hängt im ORF. Und so? Wenn eine Aufzeichnung nicht gelingt, die Aufzeichnung ist für den Arsch. Das können wir, das können wir noch einmal machen. Was, es ist ein Bettgestell? Es ist ein Bettgestell? Nein, auch nicht. Nein, es ist heute der... Welches Sendungsthema haben wir? Liebe dein Haustier. Erraten Sie Sachen lustig. Nein, Liebe dein Haustier. Liebe dein Haustier. Und es geht hier um ein Haustier. Schon. Aha. Ja, das ist ganz klein Hund. Ganz nein, klar. Es ist eine Katze. Ganz kleine Katze. Eine Katze. Malen Sie Ihrer Katze das After an. Moment, was? Die Katzen gehen ja immer so herum und zeigen ihr... Ja. Ja, 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 klar. Ja, was machen die Katzen doch? Die haben doch immer den Schwanz so oben und hin und her. Und ich habe oft schon gedacht, wenn man da eine schöne Blume draus zeichnet, ist das nicht so ordinär. Mhm. Vielleicht ist das der Hinweis darauf. Also der Hinweis? Zeichnen Sie Ihren Katzen, lassen Sie Ihrer Katze den After tätowieren. Ja, dann wäre Nadel. Dann wäre Nadel und kein Bleistift. Ja. Aber was... Was seht ihr, wenn ihr wisst, das ist ein Bleistift und das ist eine Katze? Was würdet ihr jetzt frei assoziieren, was man das machen soll? Das, was ich frei assoziiere, habe ich dir schon mitgeteilt. Und du hast es ignoriert. Was hast du gesagt? Nein, das wiederhole ich nicht. Du hast Hund gesagt. Wechsle Hund mit Katze aus. Okay. Zeig einmal ein bisschen Fantasie. Was hast du dann gesagt? Und dann habe ich gesagt, Was ist, Na, den Bleistift. Penetration! Penetration! Das heißt, schieb der Katze den Bleistift in den Hintern. Wenn du kein Fieberthermometer zu haben. Das ist deine Antwort. Schieben Sie den Bleistift der Katze in den Hintern. Ja, weil sonst wird der Kasten nie fertig. Wer sagt, dass es über den Kasten geht? Nein. Bevor die Katze heiratet. Bevor die Katze... Bist heiratet, ist das vorbei. Bevor aber warum sollte man einer Katze einen Bleistift hinten einschirmen? Ich kann es dir nicht sagen. Die Welt ist nichts anderes. Es heißt Liebe dein Haustiertag. Ja, eben. Ja, eh. Ja, was sehr zärtlich ist. Dieses Zeichen heißt, schiebe der Katze den Bleistift in den Hintern. Nein, ich glaube, es heißt, wenn du kein Haustier hast, meinst du auf. Nein. Schiebe der Katze den Bleistift in den Hintern. Es ist ein Spitzer. Ach Gott! Was bitte! Und das Schöne ist, ihr müsst. Also ganz kurz noch. Ich muss es jetzt kurz zu meinem Mikrofon. Mein Gott, herrlich. Gibt es sowas mit dem Richard Lugner auch? Die Katze. Es kommt noch was. Es ist super. Weil, wenn du der Katze den Bleistift jetzt. Also wirklich. Automatisch. Pass auf. So, die Katze macht Miau. Bei jeder Drehung. Und das Einzige, was spitz wird, ist der Bleistift. Aber ich glaube, ich habe das mehr oder weniger richtig beantwortet, oder? Was willst du jetzt haben, den Spitz? Nein, ich will die Katze haben, das ist großartig. Nein, die Katze gehört dem Simon Stadelhuber aus Oberösterreich. Schade. Danke Schade. Vielmals, aber bravo, du kriegst das Buch von der Nadja Malle. Ja, ja. Okay. Ja, Oberösterreich. Du Österreich, was wir haben. Jetzt sagt Maria, ich habe das Untertatzerl. Es gibt eigentlich ein Untertatzerl dazu, wo man die Katze draufstellt, damit man also dann auch so quasi
Ja, ist ja gut, Schatzi. Ja, kriegst ja gleich ein Frohlich. Aber vorher komm. Oliver, wir sind noch auf Sendung. Oh, Verzeihung. Schön war's mit euch. Danke für diese wunderbare Sendung. Danke an Sie im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich muss jetzt die Katze füttern. Schönes Wochenende, bis nächsten Freitag. Noch was Gutes Neues. Gratuliere. Schönes Sendung. Super. Verteilen wir die Kugel ans Publikum, oder? Machen wir das? Super. Ja, gut.